Sterben Nervenzellen im Alter vermehrt ab, kommt es zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder anderen Formen der Demenz. Doch was führt zum Absterben von Nervenzellen? Mitochondrien, die Kraftwerke der Nervenzelle, produzieren energiereiches ATP, das alle Lebensprozesse antreibt. Dabei entstehen aber auch unerwünschte Nebenprodukte, freie Sauerstoffradikale. In erhöhter Dosis schädigen freie Radikale Mitochondrien und Zelle. Es wird angenommen, dass neue Mitochondrien bis in die äußersten Zellfortsätze wandern, wo andere Nervenzellen oder Muskeln kontaktiert werden. Alte, funktionsunfähige Mitochondrien wandern zurück in den Zellkörper. Hier werden sie von Autophagosomen, speziellen Zellorganellen, verdaut, wobei ihre Bestandteile recycelt werden. Diese Qualitätskontrolle und der Transport von Mitochondrien scheint im Alter nicht mehr richtig zu funktionieren. Freie Radikale produzieren immer mehr Schäden. Dazu häufen sich Proteinaggregate an. Die zelleigenen Recycle-Mechanismen sind überfordert. All diese Prozesse führen dazu, dass die Nervenzelle abstirbt. Mitochondriale Störungen und vermehrte Anhäufung von Proteinaggregaten führen im Alter zu einem vermehrten Sterben von Nervenzellen. Die Folge: neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Anhand von Untersuchungen, beispielsweise an Hirngeweben, will CCAT das Absterben von Nervenzellen als Folge solcher Schädigungen und damit den natürlichen Alterungsprozess besser verstehen, um Perspektiven für neue Therapien gegen Alzheimer und Parkinson zu schaffen.